Hallo Freunde, ich bin's Vadim von S3 Velo und heute zeige ich euch, wie ihr Mountainbike-Pedalen montiert. Bevor wir loslegen, zeige ich euch, was wir brauchen. Fett, ganz wichtig, Fett, ohne Fett bitte keine Pedalen anschrauben, weil sonst kriegt ihr sie nicht mehr gelöst. Je nachdem, was ihr für eine Pedalaufnahme habt, jetzt bei mir 8er Immo-Schlüssel, gibt es auch Pedalen mit 6 Immos oder jetzt hier so ein Trekking-Pedal mit 8-Kant-Aufnahme für einen 15er Maulschlüssel. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, das sehen wir in der Werkstatt auch sehr oft, dass die Pedalen, also linke Seite wird versucht rechts anzuschrauben und rechte Seite links. Das sollte euch nicht passieren. Bei jedem Pedal gibt es immer entweder eine Markierung, wie jetzt hier zum Beispiel. Wir haben auf der linken Seite, immer die linke Seite, ganz wichtig. Hier ist das gut zu sehen, hier ist eine Kerbe drin. Hier auf der rechten Seite ist keine Kerbe. Da ist genauso eine Kerbe drin, auf der rechten Seite keine. Bei 8-Kant-Pedalen, jetzt hier in dem Fall, sehen wir auch, linkes Pedal sind hier Kerben drin. Rechtes nicht. Hier ist das ein bisschen einfacher. Wir haben sogar R für rechts, L für linkes Pedal. Unbedingt darauf achten, bei einigen Kurbeln und Pedalen mittlerweile sind solche Unterlegscheiben dabei. Die müssen immer aufs Pedal mit drunter gepackt werden, weil ich habe hier als Beispiel mal so ein Pedal rausgesucht, wo es auf jeden Fall nicht ohne Unterlegscheiben verwendet werden sollte. Guckt mal hier. Der Unterschied ist, die sind hier für den Maulschlüssel etwas flacher und durch diese scharfen Kanten nehmt ihr Material vom Kurbelarm und zieht einen Grat. Dadurch fritzt sich das Pedal in den Kurbelarm und ihr kriegt das nicht mehr gelöst und Kurbelarm sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Schmieren wir erstmal das Gewinde ab. Mit einem beliebigen Fett verteilen das Fett. So, jetzt habe ich mein Pedal schon vorbereitet. Das Gewinde ist abgeschmiert und die Unterlegscheibe habe ich draufgesetzt. Wir fangen mal mit der Nicht-Antriebsseite an. Stellen den Kurbelarm in Fahrtrichtung nach vorne, setzen das Pedal an, stecken das Werkzeug rein, in dem Fall ein 8er Imbusschlüssel und drehen das Werkzeug in Uhrzeigersinn und schrauben dadurch das Pedal rein. Wichtig, in Uhrzeigersinn. So. Und ziehen handfest an. Wirklich nicht mit sehr viel Kraft. Ein bisschen anziehen reicht vollkommen aus. Hier, ne, nicht vergessen, das Pedal, da gibt es keine Kerbe, also keine Markierung, also ist das die rechte Seite. Unterlegscheibe nicht vergessen. Manchmal hilft es auch, das Werkzeug durchzustecken, Pedal draufsetzen. Festschrauben. Genauso festziehen. Handfest. Voila. Freunde, wir sind fertig. Falls ihr an eurem Rennradpedal auch noch Pedalen wechseln wollt, dann haben wir hier das Video verlinkt. Und wenn das alte Pedal erst abmontiert werden soll und ihr kriegt es nicht ab, dann haben wir dazu auch noch ein passendes Video. Leute, viel Spaß beim Schauen. Macht's gut. Ciao.